wir kommen jetzt zu einer Katalogneuheit, liebe Zuschauer. Und das braucht man jetzt gerade bei diesen Temperaturen. Da geht man doch gerne in den Urlaub, an den Baggersee. Da geht man raus in die Natur, bietet sich ja auch an. Und wissen Sie, was da noch schöner ist, als das Wetter zu genießen? Coole Videos zu machen. Vom Handy aus. Nur, man merkt es ja selbst beim Handy, wenn man da versucht, ruhig zu halten. Mir gelingt das nie mal ein wackelfreies Video zu machen. Furchtbar. Und dann schaut man sich das zu Hause an und denkt so, Mist. Ich muss ja gerade selber über mich lachen, weil wenn ich Videos mache, wechsle ich ab und zu mal die Hand und dann habe ich ganz sicher wieder meinen Finger vorm Objektiv und dann wird es versaut. Hier haben wir einen sogenannten Gimbal, also einen Dreiachsen-Stabilisator und den zeige ich Ihnen jetzt gleich mal in die Kamera, weil Sie werden es gleich sehen. Ich möchte jetzt zum Beispiel etwas von Anne-Kathrin aufnehmen. So, jetzt ist meine Hand nicht immer ruhig, man wackelt mal, aber hier wird das immer ausgeglichen mit einem Objekttracking und zwar in der dritten Dimension. Da gehen wir jetzt einfach noch ein bisschen näher. Objekt-Tracking übrigens auch und somit halte ich diese unglaubliche Stabilität. Es ist phänomenal, was damit möglich ist. Und jetzt schauen Sie mal, wir haben das mal draußen gemacht, die Installation ganz einfach, Ihr Smartphone eingeklemmt, fixiert, eingeschaltet, per Bluetooth zu verbinden und dann hält das automatisch die Stabilität. Auch gerade, wenn man mal einen Horizont filmt oder ein Objekt, also das kann eine Person oder ein Gegenstand sein und dann gleicht es jede Bewegung hundertprozentig aus, beziehungsweise folgt dem Objekt in jede Richtung. Schauen Sie mal, ohne Gimbal auf der linken Seite, da wackelst du einfach. Gerade jetzt ist auch noch Bewegung, du läufst also noch. Das ist rechts ohne. Und dann haben wir eine ganz ruhige Kameraführung. Und solche Gimbals, die gibt es nicht nur bei Pearl TV, die gibt es woanders auch. Da kosten die aber 300-400 €. Und das ist phänomenal. Ich glaube, man sieht das auch gleich, wenn ich hier nur mal die Hand bewege, wie mein Handy automatisch, beziehungsweise cool, natürlich der Stabilisator automatisch funktioniert. Und ich bin so schon absolut fasziniert. Achten Sie mal nur aufs Smartphone. Und ich drehe ja jetzt die Hand. Und sehen Sie, das gleicht das automatisch aus. Sehen Sie das? Hier, jetzt natürlich dann hochkant, aber das ist unglaublich. Und dann kommen eben so gestochen scharfe Bilder zustande. Hallo. Und auch wenn ich mal ein bisschen abweiche, sehen Sie das? Ja, es gleicht wieder aus. Das ist das Phänomenale an diesem Gimbal und deshalb sind sie so beliebt. Viele meiner Kollegen haben es mittlerweile schon gesagt, muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben. Weil es phänomenal ist. Hier können wir dann natürlich auch nochmal den Winkel einstellen, wenn wir den verändern wollen. Wir können die Aufnahme starten, den Modus. Also hier per Bluetooth verbunden habe ich hier sämtliche Optionen. Das geht bei iOS als auch bei Android-betriebenen Geräten. Und für mich auch ein weiteres Highlight hier bei unseren Pearl-Produkten. Also wenn ich bedenke, wie viel man ausgeben kann. Sehen Sie das, wie das nachgeht? Ja, und jetzt hätte ich schon lange verwackelt, wie viel man ausgeben muss für solche Gimbal normalerweise. Und da sehen Sie, für 94,91 €, das ist der Hammer. Und jeder, der gerne Videos dreht mit dem Smartphone, wird jetzt wahrscheinlich schon am Telefon hängen, weil so brillante Neuheiten, die sind oftmals ganz, ganz schnell ausverkauft. Du, ich bin jetzt auch hin und weg von diesen Aufnahmen. Das sind ja wirklich, also die rechte Aufnahme mit Gimbal, das sieht so ein bisschen aus wie von einer Profikamera gemacht. Und man muss ja auch dazu sagen, die Handys heutzutage machen ja immer bessere Fotos und Videos. Du brauchst ja heutzutage gar keine Profikamera mehr. Ja, die kannst du ja zu Hause lassen. Haben Sie das gesehen? Gerade eben haben wir ihn mit und ohne Gimbal gezeigt. Schauen Sie mal, links ohne. So, das sieht aus, okay, nicht so schön, suboptimal. Aber schauen Sie mal rechts, das sieht ja aus wie mit einer Profikamera aufgenommen. Es sind aber beide Male die gleichen Kameras. Also beides Mal ist es ein Handy. Und diese Aufnahmen sind doch wirklich überzeugend. Und wenn du dann mal wirklich ein schönes Reiseziel hast, wo du weißt, da fliege ich eh nie wieder hin, dann willst du doch eine schöne Aufnahme machen. Oder so Kindergeburtstag. Gucken Sie sich das mal an. Ist das nicht faszinierend? Ja, und auch hier mit der Winkeleinstellung, das möchte ich Ihnen gleich auch nochmal zeigen, das ist so spielend einfach. Sie sehen hier Bedienelemente unten an meinem Daumen und jetzt kann ich hier, schauen Sie mal, den Winkel. Jetzt möchte ich mal die schönen Beine von Anne-Kathrin filmen und das gleicht es auch aus. Oder ich sage jetzt, nee, die Frisur, das Gesicht, das ist das Wichtigste. Da schauen wir jetzt hin. Sehen Sie, wie einfach ich das mache und jetzt kann ich die Hand wieder bewegen. Ich verwackle nicht, schauen Sie. Selbst wenn ich zittere, das gleicht es aus. Also es ist phänomenal und der ist ganz, ganz leicht. Und jetzt
jetzt kommen wir noch zu einer Zusatzfunktion. Wenn Sie mal sagen, beim Filmen, und da kommt hier so eine Akkuwarnung, bitte ans Ladegerät hängen, brauchen Sie keine Panikattacke zu bekommen, denn hier drin ist auch noch eine Powerbank eingebaut mit 4400 Milliampere-Stunden. Das heißt, Sie können hier ohne Probleme auch das Smartphone dann noch eine Weile weiter betreiben bzw. nebenher aufladen. Also ich finde diese Handhabung unglaublich schön. Es ist der Wahnsinn. Es macht schon allein Spaß, das nur in der Hand herumzudrehen. Sie sehen, wie das reagiert, wie es ausgleicht. So hektische Bewegungen macht man ja nicht. Ich will jetzt nur Ihnen das zeigen, was hier alles möglich ist. Es ist absolut phänomenal. So, jetzt habe ich es ausgeschaltet, weil ich auch beim Spielen auf den Ausschalter gekommen bin. Aber das ist ja auch ganz einfach. Einfach hier wieder einschalten und dann ist es auch wieder aktiv. Ich nehme auch so gerne Videos auf. Manchmal, wenn du irgendwo in einem besonderen Urlaubsort bist, bucht man ja dann auch so Reisen, wo du zum Beispiel mit so einem Führer, da hast du so Busreisen und dann kannst du, ich mache das ganz gerne aus dem Bus oder aus dem Auto raus filmen und das sind immer verwackelte Videos. Hiermit kriege ich wirklich schöne Videos hin. Klar, je nachdem, wie schnell das Auto dann auch fährt, aber das ist natürlich toll. Das sind doch Profi-Aufnahmen und das gemacht mit ihrem Handy. Nicht mit einer Spiegelreflexkamera. Nein, nein, mit ihrem Handy. Ich könnte allerdings auch eine Action-Cam anschließen, ne? Ja, könntest du auch, klar. Aber jetzt, ich habe gerade einen anderen Gedanken gehabt. Viele machen so Filme von Konzerten oder die sind auf irgendeinem Event. Ja. Und die stellen sie dann ins Internet. Ja. Hast du die schon mal angeschaut? Verwackelt. Dann immer unscharf, weil du ja immer deine Position wechselst. Automatisch. Du kannst ja nicht 5 Minuten so ganz ruhig dastehen. Ja? Mit diesem Gimbal wäre das problemlos möglich. Hier wirklich tolle, gestochen scharfe Aufnahmen. Also die Möglichkeit, ihrer Kamera auch wirklich auszunutzen. Dass es hier jetzt ein Baum ist, den wir gefilmt haben, soll Ihnen nur zeigen, wie der Unterschied ist. Ohne, mit der verwackelten Hand und mit Gimbal, mit diesem Ausgleich. Und nimm doch mal in die Hand und sag mir bitte, was du für einen Eindruck hast vom Gewicht. Nix, das ist mein Regenschirmschwere. Das ist auch noch phänomenal. Eben, das wiegt so gut wie nichts. Man sieht sowas auch gerne mal bei wirklich Profikameras, die haben sowas um den Bauch gebunden und machen dann Verfolgungskamerafahrten bei Actionfilmen. Die arbeiten auch mit einem Gimbal, natürlich jetzt in größeren Dimensionen, aber dort wird das hier selbstverständlich angewendet. Ja, und das können Sie jetzt auch für wenig Geld, aber Sie müssen schnell sein. So fantastische Produkte sind bei uns immer ganz schnell ausverkauft. Guck dir das mal an, wie präzise, ja? Was du da für Aufnahmen machen kannst, ist ja der Wahnsinn. Also das ist, was brauche ich jetzt unbedingt. Das gefällt mir so gut, das ist ganz neu bei uns im Katalog. Ja. Ich hatte es selbst noch nicht in der Hand, deswegen bin ich gerade selbst so hin und weg. Ich meine, für 94 Euro, das ist Profi-Equipment, ja? Das benutzen die Großen und sie jetzt demnächst auch, wenn sie tolle Aufnahmen machen, demnächst vom Urlaub, mit ihren Kindern, Enkelkindern irgendwo gehen sie jetzt in die Leitung. Also ich bestelle mir das.